Ein mulmiges Gefühl beim Blick in die Tiefe, das kennen viele. Doch manche Menschen packt in solchen Situationen die nackte Angst. Herzrasen, Übelkeit bis hin zur Todesangst. Eine Panikattacke kommt ganz unverhofft, ohne offensichtlich erkennbaren Grund. Professor Jürgen Margraf hat sich auf diese Phobien und Ängste spezialisiert. Er gilt als renommierter Experte auf dem Gebiet der Behandlung von Angsterkrankungen, Depressionen und deren Ursachen. Etwa jeder zweite Mensch wird im Laufe des Lebens eine richtige psychische Krankheit bekommen. Das bedeutet, jede Familie ist betroffen. Und das Leiden ist sehr, sehr groß bei diesen Störungen. Daneben ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es kostet sehr, sehr viel Geld. Psychische Störungen gehören zu den häufigsten Ursachen von vorzeitiger Arbeitsunfähigkeit, vorzeitiger Sterblichkeit. Um die Angst in den Griff zu bekommen, hat Professor Margraf das sogenannte Marburger Therapiemodell entwickelt. Hier erklärt der Therapeut anhand des Margrafschen Teufelskreises den Verlauf einer Panikattacke. Wichtig ist auch die Konfrontation mit der Angst und ihren Symptomen. Mit dieser Grafik beispielsweise wird bewusst Schwindel ausgelöst. Wir haben viel besser verstanden, was bei Panikanfällen passiert. Und wir haben es geschafft, das in eine Therapie umzusetzen, mit der wir rund 85% der Betroffenen heilen können. Und diese Therapie hat sich auch noch in der Praxis durchgesetzt. Das heißt, zum Beispiel in Deutschland alleine sind 10.000 von Menschen damit behandelt worden. Doch welche Faktoren entscheiden, ob jemand krank wird oder nicht? Dazu muss das Team von Professor Margraf beispielsweise die komplexen Abläufe im Gehirn verstehen. Was empfindet diese gesunde Probandin angesichts der Bilder? Und welche Unterschiede gibt es zwischen ihren Gehirnwellen und denen eines Phobikers? Eine wichtige Rolle bei der Ursachenforschung spielt die allgemeine psychische Gesundheit. Das ist wie eine konstitutionelle Bedingung, die es möglich macht, auch schwierige Dinge schneller wegzustecken. So wie bei einer Erkältungskrankheit manche Leute in 3 Tagen drüber hinwegkommen und andere erst in 5 Tagen. So etwas gibt es auch bei der Psyche. Sehr wichtig sind aber auch gute soziale Bindungen und das eigene Selbstvertrauen. Das wird schon sehr früh entwickelt, wie dieser Test zeigt. Durch eine optische Täuschung glaubt das Baby, eine Stufe überwinden zu müssen. Das Verhalten der Mutter ist dabei entscheidend. Ermutigt sie das Kind oder überträgt sie ihre Nervosität? Wie werden Gefühle wie Zuversicht und Ängste in der Familie weitergegeben? Fragen wie diesen will Professor Margraf nun an der Ruhr-Universität in Bochum nachgehen. Anhand einer interdisziplinären Langzeitstudie will er die Ursachen für psychische Erkrankungen erforschen, wobei genetische, biologische und psychosoziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Er kommt ja in die Psychologie, das ist, glaube ich, eine der stärksten Psychologien in ganz Deutschland, die dadurch jetzt natürlich nochmal wieder eine enorme Forschungsverstärkung, aber natürlich auch eine Verstärkung in der Lehre erhält. Und dadurch gewinnen wir natürlich ein unglaubliches Spektrum auch an psychiatrischer Erfahrung, die praktisch alle Lebensphasen eines Menschen abdeckt, von den Kindern über die Jugendlichen bis zur Adoleszenz. Professor Margraf hat sich viel vorgenommen. Er will Angst nicht nur verstehen und erfolgreich therapieren, er will vor allem auch die Prävention ausbauen, damit Ängste und Phobien gar nicht erst entstehen.